sollte man nicht machen und auch nicht nachmachen. Das ist, soweit ich weiß, auch illegal. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass Grabschänden legal ist. Aber okay, wir sind immer noch in Skyrim und öffnen die Eisentür. Ich weiß, was in diesem Raum passiert. Und ich habe da absolut keine Lust drauf. Aber wir müssen es jetzt irgendwie halt machen. So, wir gehen erst hier hin. Da sehen wir wieder so eine Drachenwand, dessen Bedeutung wir immer noch nicht verstehen. Aber ist auch egal. Wir werden einfach hier mal zu diesem Wort hingehen, das leuchtet. Und lernen ein Wort der Macht. Wort der Macht gelernt. Feuer. Feueratem. Genaueres erfahren wir später dazu. Zaubertrank der Heilung. Paar Seelensteine. Und hier ist das Stück von Wutrad, der Axt. Weshalb wir hier sind, wir nehmen es und sehen. Es beginnt ein Tanz. Denn die ganzen Särge sind nicht so mit Toten gefüllt, wie ich es mir vorstelle. Oder wie ich es gerne hätte. Nein, hier warten noch einige Gegner auf uns. Was war das? Oh. Ich werde euch in Stücke reißen. Tötest du den auch? Ja. Auch vor den Ruhelosen habe ich Angst. So, zack. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen still bin, aber in den Kämpfen konzentriere ich mich halbwegs. Jetzt kommen wir aber nur Ruhelose. So. Ich werde euch in Stücke reißen. Ach, versteckt dich. So. Das war's. Jetzt können wir die ganzen Leichen plündern. Das wird eine Weile dauern. Gold, wobei dabei nicht so viel rausspringt, aber Gold ist Gold, wie man so schön sagt. Da ist egal, wo es herkommt. Truhe, Gold, Granatstein, Silber als Kette. Brauchen wir nicht. Das hatten wir schon komplett. Oh, hier ist noch eine Urne. Gold. Gold. Gold, Goldstahlbarren, Gold, Gold. Gold. Entweder komme ich voll gut mit dem Plündern voran oder es gibt ja generell wenig zu plündern. Okay. Gold, Granatstein, Zaubertrank, Heilung. Jo, das war's doch, oder? Haben wir die? Nee, Gold. Barren. Oh nein. Am besten schmeißen wir wieder irgendwelche Tränke weg. Davon haben wir ohnehin zu viele, wie ich finde.
Boah, Diamant. Weg mit der Flöte. So. Jo, das war's dann. Dann verschwinden wir mal von hier. Hier, man sieht, hier ist ein Durchgang. Hier, man sieht, hier ist ein Durchgang. Auch guter Satzbau. So, 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 so. Ziel, Staubmanns Grab. So. Das ist wahrscheinlich wieder so ein kurzer Ausgang. Ich bin mir ziemlich sicher. Damit wir im Nachhinein nicht wieder alles zurücklaufen müssen. Da ist das Spiel immer sehr freundlich zu uns. So. Und wir sehen einen Hebel und eine Wand. Wo kommen wir raus? Ach hier, ganz am Anfang. Ja, da ist schon der Ausgang. Sehr schön. Himmelsrand. Leider schon wieder eine Ladezeit, dann wieder eine Ladezeit, dann wieder eine Ladezeit. Aber da kann ich nichts gegen machen, das tut mir wirklich leid. Jede einzelne Ladezeit rausschneiden, finde ich, lohnt sich auch nicht. Weil erstens kann ich dann die Zeit nicht gut nehmen und zweitens habe ich Angst, dass Flaps wieder rumspinnt und dann wieder keine Videos erstellt, wie ich das mal hatte. Da bin ich im Moment sogar sehr froh darüber, dass es so relativ zuverlässig klappt. Und das möchte ich dann auch gerne so beibehalten, dass es funktioniert. Und nicht herausfordern, dass es nein, nicht funktioniert. So, genug davon. So, wir sind da, es ist mal wieder Tag, wir sehen einen wunderschönen Flusslauf. Wir sehen auch dieses Baumsymbol, das hatten wir noch nie. Ich überlege gerade, ob wir da nicht mal hingehen sollten. Aber das ist schon noch relativ weit weg. Ne, wir gehen da nicht hin, wir gehen da später hin. Wir werden jetzt erst die Quest abgeben. Weil, wie gesagt, ich möchte jetzt auch mal in einem Video etwas Besonderes erreichen. Für den Titel. Staubmanns Grab abgeschlossen. Da blablabla abgeschlossen. Lagerstelle Mond abgeschlossen. Lagerstehender Drum abgeschlossen. Es geht doch gut voran. Ich meine, wenn man sich hier das so anguckt, was wir hier auch schon alles entdeckt haben. Hier bei Flusswald hält sich noch in Grenzen. Hier haben wir nur das abgeschlossen, das abgeschlossen, das abgeschlossen. Es ist ja schon mal was. Übrigens, ich weiß nicht, ob wir nicht mal nach Falkenring gehen sollten oder ob wir uns jetzt erstmal hier unten orientieren sollten. Ich habe das so gespielt, dass ich erst hier unten alles entdeckt habe und dann nach Falkenring gegangen bin. Mir ist es eigentlich relativ egal. Wir gehen jetzt erst nach Weißlauf, nach Jovraska und werden die Quest abgeben. Ich überlege gerade, ob wir dann mit den Gefährten weitermachen oder ob wir dann vielleicht mal Hauptquest machen. Wobei ich ja eigentlich schon gerne jetzt die Gefährten-Questreihe abschließen würde. Was aber blöd wäre, weil wir dann bis zum Ende noch nichts an der Hauptstory gemacht haben. Und das vielleicht vom Zusammenhang her besser wäre, wenn wir die Hauptstory machen würden. Aber ich denke, es wird verkraftbar sein, wenn wir jetzt erst die Gefährten abschließen. Das werde ich einfach so machen. Wenn ihr Einwände habt, könnt ihr mir das gerne schreiben. Farkas ist da, das freut mich. Im Ernst, das sieht doch cool aus, oder? Was? Guckt euch an. Aber okay, so, wir sprinten. Ich bitte nicht um viel, nur ein paar Subtime. Ja, geh arbeiten, dann hast du das Geld. So, lalalala. Drachenfest, da haben wir immer noch nicht entdeckt. Das ist nämlich mit der Hauptstory verbunden, deshalb ist es auch noch uninteressant. Ich grenze das wirklich ganz streng ab. Wir haben schon auf eure Rückkehr gewartet. Okay. Kommt, folgt mir. Brüder und Schwestern des Zirkels, heute heißen wir eine neue Seele in unserer sterblichen Gemeinschaft willkommen. Dieser Mann hat erduldet, hat herausgefordert und hat seinen Mut bewiesen. Wer wird für ihn sprechen?
Ich bezeuge den Mut der Seele, die vor uns steht. Werdet ihr eure Schilde zu seinem Schutze erheben? Ich würde Rücken an Rücken zu ihm stehen, auf dass die Welt uns niemals überhole. Werdet ihr ihm zu Ehren eure Schwerter erheben? Er ist bereit, das Blut seiner Feinde zu sehen. Und werdet ihr eure Krüge in seinem Namen erheben? Ich würde als Erster das Lied des Triumphes singen, während unsere Methalle in seinen Geschichten schwelgt. Dann ist das Urteil dieses Zirkels nun gefällt. Dein Herz schlägt mit der Wildheit und Tapferkeit, die die Gefährten seit den Tagen ferner, grüner Sommer vereint. Lasst es mit unseren schlagen, damit ihr Echo von den Bergen widerhallen und unsere Feinde mit Furcht erfüllen möge. So soll es sein. Nun, Junge, ihr gehört jetzt zu uns. Ich glaube, ihr werdet uns nicht enttäuschen. Werde ich nicht. Abgeschlossen die Aufnahmeprüfung. Fragment von Wutrad entfernt. Was bedeutet es, ein Gefährte zu sein? Stimmt es, dass die Gefährten Werwölfe sind? Wie ich sehe, hat man euch verfrüht in einige Geheimnisse eingeweiht. Macht nichts. Ja, es ist wahr. Das trifft aber nicht auf alle Gefährten zu. Nur durch die Mitglieder des Zirkels strömt das Bestienblut. Einige finden daran größeren Gefallen als andere. Was ist mit euch? Nun, ich werde alt. Mein Geist blickt zum Horizont, nach Sovngarde. Aber ich fürchte, dass Shor einem Tier nicht die gleiche Ehre zuteillassen wird wie einem wahren Krieger der Nord. Das Leben als Bestie zieht unsere Seelen zum dädrischen Fürsten Hircine. Einige mögen ja eine Ewigkeit in seinen Jagdgründen bevorzugen. Ich aber sehne mich nach der Kameradschaft von Sovngarde.